Liebe Geschwister, willkommen zu unserer Serie Orientierung. Es ist wirklich eine Zeit der Neuorientierung in einigen Bereichen. Bei vielen von uns hat sich wahrscheinlich der Tagesablauf ein bisschen geändert. Und ja, vielleicht fällt bei euch jetzt auch der Arbeitsweg weg. Und ich möchte euch gerne ein Thema weitergeben, was mir in dem Zusammenhang neu wichtig geworden ist, wie wir es jetzt als Familie diese neu gewonnene Zeit nützen möchten. Ich möchte euch dazu gern etwas aus dem Alten Testament vorlesen, aus dem 5. Buch Mose, wo es darum geht, dass Gott dem Volk Israel aufträgt, nicht zu vergessen, was sie mit ihm, den Herrn, erlebt haben, was ihre Augen gesehen haben, mit dem Zweck, dass sie und ihre Kinder nicht vergessen, wer er ist. Im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 9 steht: Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden. Die Israeliten werden hier ermahnt, ihre Seelen zu bewahren. Wie geht das? Sie sollen nicht vergessen, was sie gesehen hatten. Sie waren von Gott errettet worden aus der Sklaverei in Ägypten und sie hatten seine Erziehung in der Wüste erlebt. Und jetzt stehen sie davor, das verheißene Land einzunehmen. Gott ist ein Gott, der nahe ist, der unter ihnen ist. Und das sollen sie niemals vergessen. Auch dann nicht, wenn sie in das Land kommen und in den verheißenen Frieden eingehen. Wie schnell entweicht etwas aus unserem Herzen? Eine schöne Erfahrung, ein schönes Gefühl. Spätestens am nächsten Tag, wenn der Hunger wieder quält oder die Sorge wieder da ist, ist alles Erlebte vergessen. Deshalb hat Gott sie auch lange erzogen in der Wüste, um ihr Herz zu verändern, damit sie ihren Gott kennenlernen. Und das trägt auch uns auf. Wir Eltern sollen unsere Kinder erziehen und sie lehren. Weiter steht in 5. Mose Kapitel 11, Vers 19: Und ihr sollt sie, eure Kinder, lehren, indem ihr davon redet. Wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, und wenn du aufstehst. Wir sollen also sprichwörtlich Tag und Nacht, in der Früh, untertags, am Abend, beständig davon reden, was wir mit Gott erleben, wie Gott ist und was in seinem Wort steht. Ich möchte euch Mut machen, diese Zeit des Umbruchs und der Neuorientierung auch dazu zu nutzen, um anzufangen, mit euren Kindern in der Bibel zu lesen, um die Wahrheiten, die darin über Gott verkündet werden, ihnen näher zu bringen. Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 14: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Jesus hat schon von Anfang an die Kinder im Blick gehabt und uns Eltern aufgetragen, sie mit ihm bekannt zu machen, sie zu ihm zu bringen. Wir nützen jetzt in der Früh diese gewonnene Zeit, um mit unseren beiden Kindern Tim und Maya, die in die Volksschule gehen, eben bekannte Geschichten aus der Bibel zu lesen. Die Schöpfungsgeschichte, Abraham, Josef, der Auszug aus Ägypten, David und Goliath oder den Prophet Jona. Eben Geschichten, die sie teilweise aus der Kinderbibel bereits kennen. Aber jetzt prüfen wir nach und schauen, wie stehen die wirklich in der Bibel? Was steht in der Bibel? Wir lesen am Tag ein Kapitel miteinander, dann unterhalten wir uns und dann beten wir gemeinsam. Nicht länger als eine Viertelstunde, 20 Minuten. Aber ich wundere mich, was die Kinder schon alles verstehen und welche Fragen sie stellen. Da kommen wirklich spannende Fragen und manchmal fällt mir die Antwort darauf gar nicht leicht oder ich habe auch gar keine Antwort. Aber das Schöne ist, die Kinder fangen an, Fragen zu stellen. Heute zum Beispiel hat Timmy gefragt, ob ich schon einmal zornig auf Gott war. Ich merke, dass sie uns beobachten, sie uns herausfordern und prüfen, ob wir Gott wirklich gut kennen. Und sie möchten wissen, wie unsere Beziehung zu ihm ausschaut. Es ist wirklich spannend, aber haben wir den Mut und seien wir ehrlich zu ihnen, auch wenn wir nicht alles wissen. Aber dadurch geben wir ihnen die Chance, dass sie an uns Gott und sein Wesen kennenlernen. Sie und auch wir werden dadurch wachsen und unsere Seelen und Herzen bewahren, indem wir nach dem Wort Gottes leben und ihnen davon erzählen. Ich wünsche euch und euren Kindern einen gesegneten Tag in der Gegenwart des Herrn.